Wie im Osten bestimmt auch in Westdeutschland der Kalte Krieg die Art der Truppenübungen. Militärzüge fahren weitaus öfter als heute. Bis in die 70er Jahre bespannen noch häufig Dampflokomotiven die schweren Sonderzüge. Meist sind es 50er, die sich mühen. Heute voll motorisiert. Sie kann sich mit ihren Fahrzeugen dorthin bewegen, wo sie gebraucht wird. Auf den Eisenbahntransport kann jedoch nicht verzichtet werden. Vor allem dann nicht, wenn weite Entfernungen unter größtmöglicher Schonung von Mensch und Material rasch überwunden werden müssen. Der Truppentransport rollt Tag und Nacht, unabhängig von Witterungseinflüssen. In 24 Stunden werden 600 bis 700 Kilometer bewältigt. Ein Verband mit Kettenfahrzeugen erreicht auf der Straße im gleichen Zeitraum nur eine durchschnittliche Marschleistung von 200 Kilometern. Die Truppe hatte bereits nach Eingang des Transportbefehls mit dem Verladebahnhof Verbindung aufgenommen. Trotzdem bespricht der Verladeoffizier, kenntlich an der weißen Armbinde, nochmals an Ort und Stelle notwendige Einzelheiten für die Durchführung der Verladung. Die Spitze der Kompanie ist auf der Ladestraße angekommen. Der Kompanieführer, gleichzeitig Transportführer und die Kratmelder scheren aus, um bis zur Beendigung der Verladung beweglich zu bleiben. Nur auf Befehl des Verladeoffiziers dürfen die Fahrzeuge auf der Laderampe manövrieren. Zwischen der Rampe und dem ersten Wagen sind stets Überladebrücken zu legen. Auch wenn Kettenfahrzeuge den Zwischenraum ohne Überladebrücke überfahren können. Der Einweiser soll wegen der Unfallgefährdung niemals rückwärts gehen. Und es bewegt sich jeweils nur einer. Entweder das Fahrzeug oder der Einweiser. Handzeichen sollten immer genügen. Passt. Nur der Wagenmeister der Bundesbahn ist ermächtigt, die Verladung der Fahrzeuge abzunehmen. Seinen Anordnungen ist Folge zu leisten. Bei Verladung von Radfahrzeugen auf Rungenwagen älterer Bauart mit aushebbaren, hölzernen Stirn- und Seitenwänden sind stets Überladebrücken erforderlich. Alle Züge fahren nach einem festen Fahrplan. Jede Verzögerung in der Verladung ruft betriebliche Schwierigkeiten hervor. Auch das ist notwendig und auch vorgeschrieben. Das Abteil des Zugführers sowie des Transportführers sind zu kennzeichnen. Die Wagenwände dürfen aber nicht mit Kreide beschrieben werden. Wieder macht sich ein Militärzug auf den Weg. Eine E-94 ist vorgespannt. Wieder ist eine Truppenübung das Ziel. Und wieder steht die Verteidigung der westlichen Welt auf dem Übungsplan. Musik.
Das ständige Muskelspiel zwischen den Machtblöcken bestimmt damals das Feindbild. Auf beiden Seiten. Ein Film der Nationalen Volksarmee berichtet.